Moin, moin. Mein Name ist Hanita Löwe. Und mit mir spielt auch die Mathilde. Genau. Fleisch nehme ich. So, Krabbelviecher, Krabbelviecher. Irgendwie so viel Scheiß dabei. Oh, hier sind noch zwei Palisaden. Was wollen wir heute überhaupt machen? Wie wär's, wenn wir uns einen Sklaven fangen? Ja, Sklaven fangen klingt immer. Muss da nämlich noch einen aufs Rad der Schmerzen binden. Ja, das ist immer eine gute Idee. Dann lass mich mal ganz kurz Sachen organisieren. Wollen wir da vielleicht... Wo wollen wir da hin? Weil hier waren wir ja schon durch. Die haben hier meistens eine Köche. Einen Koch könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Ansonsten könnten wir Leute gebrauchen, die vielleicht... Doch, einen Schmiedemann könnten wir noch gebrauchen. Den hatten wir hier auch schon mal gesehen. Ja, ich habe mich auch ein bisschen erkundigt, wie es jetzt mit den Tieren fangen geht. Also anscheinend brauchen wir dafür die Jungtiere. Jungtiere? Jungtiere, die wir in Häkchen einfach einsammeln können. Ach, echt? Anscheinend. So einfach? Ich muss mal ganz wollen wir das einfach mal ausprobieren? Ja, wenn man ein Jungtier... Weil da hinten war ein Schieferrücken, da würde ich einfach mal ein adultes Tier töten und ein kleines einsammeln. Die fliegen ja hier rum wie nichts anderes, die Jungtiere hier. Gesundheit. Ist euch... Gesundheit. Dankeschön. Ist euch letzte Folge wahrscheinlich aufgefallen. Die Mathilde hat so eine kleine Sommergrippe noch gekriegt und wir bitten dies zu entschuldigen, aber ich glaube, kann halt passieren, ne? Könnten auch keine Videos machen, aber ist auch keine Lösung. Ich wollte spielen. Ja, du wolltest spielen, genau. Ist schon... Wo bist du denn? Metzelst du schon irgendwas ab? Ja. Hey, irgendwie bist du hinter mir. Da bist du. Aber hier sind keine Jungtiere. Mano. Hier links war doch mal immer so eine Hyäne. Stimmt, ja. Da war eine Mutterhyäne und hier unten oder da oben war eine... Babyhyäne. Ja, da vorne sehe ich die Hyäne auf jeden Fall schon mal. Die Mama-Hyäne ist hier. Mama, komm mal her. Der Baby-Hyäne ist genau dahinter. Ich kümmere mich um Mama. Hallo. Okay. Ich bin der liebe Heinrich. Jawollo. Das Drecksvieh hat mich verkrüppelt. Wo ist mein Hacki-Hacki-Messer? Und tschüss. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Hab ich nicht zerkrüppelt? Oh, hier ist auch ein Eisen gewesen. Okay, einmal E drücken. Hier ist noch eins. Ich will auch. Ich habe zwei Tüpfelhyänen, Junge, und jetzt bin ich überbelastet. Ich habe eins. Oh, eins lasse ich wieder frei. Dann bringe ich das jetzt mal in unseren... Ich bin auch gerade auf. Ich wette, die brauchen frisches Fleisch. Das glaube ich auch. Sind ja Fleischfresser. Würde ja Sinn ergeben. So. Öffnen. Wir packen da mal so einen rein. Ich habe nur gebratenes Fleisch. Verdammt! Ich habe doch deine Mutter abgeschlachtet. Habe ich da kein Fleisch gekriegt? Verdammt! Töte ich schon die Mutti und krieg kein Fleisch. Ich guck mal, ob wir oben noch Fleisch haben. Wenn nicht, müssen wir gleich ganz viele Tiere töten. Also ich habe Fleisch reingepackt. Vielleicht das sind ja auch Eier. Fleischfetzen. Fleischfetzen, ich nehme einfach Fleischfetzen. Man sieht die in dem Gehege leider gar nicht. Ja, das ist ein bisschen bescheiden. Man sieht aber die Sklave am Rad hier auch nicht. Da ist immer nur ein Sklave drin, ja. Quasi. Aber ich habe eine Idee, wo wir ein Schieferrücken-Junges herkriegen. Hä? Hast jetzt beide
Ja. Die sind alle jetzt im selben Gatter? Ja. Das geht? Offensichtlich. Warteschlange. Noch ist es voll böse eigentlich. Da sehen sie voll niedlich aus zum Streicheln und da sind sie voll gefährlich. Da sind auch zwei drin. Das ist ach, das ist allgemein, das ist egal. Achso, ich dachte, man hätte das so aufteilen können, weißt du? Gut, und wo bist du jetzt wieder hin? Ich gehe jetzt da nach rechts, wo auch dieser... Oh! Ich denke, wir wollten da irgendwie Sklaven machen. Sklaven. Ach, du kämpfst gegen Coco? Entschuldigung, ich bin gerade einfach so ein bisschen im Jagdfieber. Ich will einfach nur gucken, ob ich so einen Schieferrücken Jungs kriege. Ob da wirklich welche sind, wo ich denke, dass sie sind. Hier rechts waren welche. Also diese komischen Echsenviecher, ja? Genau. Ja, ja. Obwohl ich absolut nichts halte von diesen Viechern. Ah, da kämpft hier eine Heldin gegen zwei von den Viechern. Dann können wir ihr Gelege nicht beschützen. Ja, die hat mich gesehen, das ist voll. Ah, ich sehe ein Junges. Ist auch ein Erwachsener. Ja, deine Mama, Alter. Ja, du mich nicht, Alter. Alter, muss man eine Ausdauer hin? Die hat mich verkrüppelt, ich bin gleich tot. Gut, ich hab sie alle gekillt, ihr Schweine. So. Können wir nochmal alles nehmen? So, ich habe einen Schieferrückenschlüpfling. Einfach nur, weil ich es mal ausprobieren möchte. Und ich habe ein Herz. Ob die Hyänen auch Menschenfleisch? Na klar, die essen doch bestimmt Menschenfleisch. Ich muss ausprobieren. Ich habe auch also für die Schieferrücken brauche ich Pflanzenfasern, die sammle ich gerade noch. Pflanzenfasern, na gut, dann gehe ich nochmal zurück, aber sammle dabei auch nochmal ein bisschen Pflanzenfasern. Geht ja, ja schnell, man geht ja nur durch so Gestrüpp, drückt ein paar Mal auf E und dann hat man schon was in der Hand. Und ich brauche eh noch meinen Knüppel. Oh, 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 ich muss auch noch mein Herzenszerstückler muss ich auch noch mal reparieren. Vorher gehe ich nicht auf Menschenjagd. Hier liegt dein Bruder. Wenn du Fleischfetzen in den Tierfech packst, ist das, glaube ich, schon sinnvoll, wenn du nicht die gebratenen Fleischfetzen. Ja, ich hatte nichts anderes. Ich dachte mal, ich packe da überhaupt erstmal was rein, damit die was zu fressen haben. Nicht, dass sie uns verhungern. Das ist voll brutal. Sklaven und so komme ich mit klar, aber so kleine Tiere verhungern lassen oder so, das kriege ich überhaupt nicht hin. Kann ich überhaupt nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Hier, Menschenfleisch. Yummy, yummy! Ich habe auch eine Arbeitsbiene für euch. Ich habe da was zum Spielen. Hier, eine Handvoll Insekten. Vielleicht könnt ihr damit auch was anfangen. Frisches Fleisch. Hm, ob die auch Herzen essen? Keine Ahnung, aber vielleicht essen sie auch vergammeltes Fleisch. Hyänen sind immer ein Aasfresser. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich baller es einfach allerdings mal. Allerdings jagen die auch selber, von daher. Ich habe jetzt ein Herz reingeschmissen, Menschenfleisch, Arbeitsbienen, Insekten, alles, was ich so habe. Okay. So, Knüppel und Seil. Ja, ich muss noch ganz kurz das reparieren. Pflanzenfasern fehlen da. Pflanzenfasern. Ein bisschen Aluminium. Oh. Man hat ein bisschen Rüstungen. Leicht ledierte, aber kann man ja so lange nutzen, bis sie kaputt sind. Ah.
Ich glaube, als nächstes brauche ich so eine Rüstungstruhe. Davon haben wir auch. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Generell nochmal ein, zwei Truhen. Das ist ganz schön viel, was wir... Ja, sag dich doch, wenn ihr langweilig. Ja, ist mir gerade langweilig. Ich glaube nicht. Wir wollen ja da irgendwie ein Menschlein fangen, ne? Also haben wir denn ein spezielles Menschlein im Blick? Naja, wir könnten einen Koch gebrauchen, einen Schmied gebrauchen, würde ich sagen. Koch oder Schmied, okay. Koch, Schmied, Zimmermann. Ist das hier? Werkbank? Glaube ich nicht, ob es da jemanden gibt. Ansonsten, was auch immer heiß begehrt sind, sind Waffenleute, also so Wachen, würde ich sagen. Okay. Bogenschützen sehr gerne. Okay. Bogenschützen finde ich super duper. Dann bauen wir uns so eine Sklavenarmee. Wo wollen wir denn shoppen gehen? Auch hier den kürzesten Weg, einfach wieder rüber und dann so lang arbeiten. Wobei ich nicht weiß, ob die vorne so geil sind. Ich würde... Wir können ja erstmal gucken, was die so bieten. Ich würde sagen, wir locken immer erstmal einen an. Oder versuchen immer erst einen zu locken. Reagiert, ne. Oder doch einer. Der eine reagiert. Guck mal, der kommt da gelaufen. Müssen wir jetzt erstmal da kommen alle drei. Hm. Ich schwimme mal zu. Ah, du hast alle drei. Gut. Der ist ein Kämpfer, aber ein Nahkämpfer. Rüstungsmacher, Kämpfer. Rüstungsmacher haben wir. Nahkämpfer brauchen wir nicht. Zerhackstückeln. Oho, der hat ihn zerteilt. Und zerfickt. Oh nein, ich habe mein Kreuz von Mitra nicht mitgenommen. Kein Problem, ich nehme die ganzen Herzen. Okay, mach du was. Ich bin Heinrich, der Herzenbrecher. Ich habe auch mein Schlachterzeug nicht mit, leider. Ah, die Arme schmeiß ich weg. Herzen. So, aber eure Arme könnt ihr behalten. Oh, der eine hatte Gesundheit Gewürz dabei. Gewürz finde ich ja super. Was können wir brauchen, sobald ich einen Herd bauen kann? Ja, ja, könntest du ja erstmal beiseite legen. Ne? Also die hatten schon mal nichts. Wenn wir hier weiter runtergehen, kommen die nächsten Sklaven. Ja, potenziellen Sklaven. Potenziell. Unfreiwillige Mitarbeiter. Ja, es ist auch nett. Das kannst du ja sagen, unfreiwillige Mitarbeiter. Ich bleib bei Sklaven. Und ich glaube, das war ja auch, das mit den Mitarbeitern, hat das ja auch ein User genannt, ne? Der bei uns einen Kommentar hinterlassen hat. Ja, ja. Zuschauer meinte, ich glaube M3 und M4 Mitarbeiter, weil Sklaven ist. Ich glaube, Gray Malk war das. Wenn ich den Namen falsch ausspreche, schreib es in die Kommentare. Wollen wir links lang? Weil dann können wir, glaube ich, einen anlocken. Okay. Da sehe ich mich auch ein. Warte mal, ich schieße mal mit einem Bogen drauf. Mal gucken. Ups. Man müsste doch erstmal treffen. Und das tue ich auch. Ja, da kommt er. Da kommt. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Zimmermann. Den können wir gebrauchen. Das lass den mal versklaven. Okay, ich gehe weg. Ich kümmere mich um Bogenschützen. Bogenschütze ist durchtrennt. Ich guck mal, ob da noch einer steht. Wollen ja hier niemanden alleine lassen. Nö, es sind ja zwei gewesen. Cool. Also Zimmermann haben wir auch. Das ist schon mal praktisch. Ich habe sogar Färbemittel bekommen. Blau und Orange. Und eine leuchtende Essenz. Essenz. Habe ich Hunger auf Essen. Auf Erde? Nö. Geht jetzt noch mehr Bock auf mehr Menschen?
aber ich bin wieder zwischen den Konflikt geraten, Krokodil und Menschen. An der einen Ecke, die sind ja immer, spawnen hier 3, 4 Krokodile und 3, 4 Menschen. Heißen denn, macht mehr Krokodile? Ich will nur Jagd auf Menschen machen. Ah, jetzt sind schon alle tot. Ich hasse euch, Motherfucker. 4 Krokodile, fickt euch. Weg. Und weg. Ich brauche Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ausdauer. Weg, weg, weg. Und Attacke. Ja, zick der Lang, Alter. Alter Schwede. 5 Krokodile. Ja. Aber auch nur, weil die irgendwie doof waren. Aber das ist mir egal. Ich habe 5 Krokodile getötet, Mann. Wuhu. Aber die Menschen sind weg. Das ist viel schlimmer, die ja gestorben sind. Auf die war ich ja scharf. Ah, ne, hier sind noch welche. Gebt mir eure Herzen. Ah, hier war Schmied Stufe 3. Das ist schade. Verbannter, der ist nicht so schlimm. Und der andere ist gerade weggespawnt. Oder es waren doch nur 2. Dann plündern wir das alles noch. Pflanzenfresser, bleib ruhig. Ich will dich nicht töten. Ja, meine Blutlust ist erstmal wieder gebändigt. Muss ich gerade so ähnlich wie bei diesem einen Roman von, ich wollte schon sagen, Markus Lanz. Die Zwerge war von Markus Heitz. Da gab es auch immer einen Zwerg, der war so ein Blutrausch quasi. Also wenn er gekämpft hat, dann hat er auch zur Not aus Versehen seine Leute abgeschlachtet. Also es hätte passieren können, man hat ihn natürlich immer, ja, beruhigt. Sehr charmant. Ist halt nicht passiert. Ja, so. Da haben wir ein paar tolle Sachen gefunden. Oh, ich muss unbedingt meine Ausdauer verbessern. Das ist, geht ja gar nicht. Und was baust du gerade? Ich sortiere ein bisschen. Oh, da spawnen gerade hier die Leichen und kippen um. Sieht das beschissen aus. Gerade quer das abgepackt. Okay. Ah ja, ich könnte gleich noch eine Truhe bauen. Gerade hätte ich ja Zeit. Mir fällt gerade nichts anderes ein, was ich brauche. Ja, ich gehe mal auf Fleischjagd für unser Tierchen. Ah, Tierchen, ich habe hier noch ein paar Ärmchen. Menschenärmchen. Vielleicht wollen die das ja. Ich habe irgendwo noch einen Hackmesser. Ja. Auch irgendwo ein Beute oder so. Irgend so ein. Habe ich, dann gehe ich nämlich zu den Antilopen mal. Vielleicht ist da ja auch eine junge Antilope, die man. Also bisher ist noch viel drin. Also ich weiß nicht, wie viel die futtern, aber irgendwie nicht so viel. Nehme ich das Herz wieder mit. Ich habe eine Holzschale gefunden. Was kann man denn damit machen? Keine Ahnung. Deko aufstellen. Brauchen wir noch Krokodilköpfe? Nee, haben wir schon aufgehangen, oder? Einen haben wir schon aufgehängt, ja. Ich habe noch 2, also kann ich wegschmeißen. Ja. Okay, und tschüss, Krokodilkopf. Ein bisschen Rinde hole ich dann auch gleich bei der Gelegenheit. Ich glaube, ich komme nach Hause. Warum? Ich habe den Eindruck, ein Sandsturm nähert sich. Ja.
Aber ich will noch kurz die Herzen wegbringen. Mach das. Muss der Sandsturm so lange warten? Oh, das wird immer dunkler. Schnell die Herzen rein. Und hier, mach mal, ne? Er hat ja das Licht ausgeschaltet. Das ist der Sandsturm, mein Schatz. Kack, Sandsturm. Sehr nix. Oh, ich bin safe. Wo ist die Tür? Okay, ich muss eine Fackel an der Tür anbringen. Unten. Ja. So, ich bin auch drin. Ach, immer diese Sandstürme, die nerven. Ruhe. Ach, dafür brauche ich auch Eisenverstärkung. Ich mache gerade schon mal eine Schellenfackel für unten. Ich stelle mal gleich zwei Truhen her. Das ist eine gute Idee. Soll ich die dann... Ach, weißt du. Ach so, Köpfe kannst du immer gerne in die Handwerksbank packen. Kann ich die hier zerstören, die Truhe? So, ich glaube, jetzt ist der Sandsturm vorbei. Ja. Aber trotzdem kommt unten an die eine Schellenfackel, damit man den Eingang findet. Ja, das ist eine gute Idee. Eingang ist... Nice. Das ist ja auch meine Idee, da muss sie ja gut sein. Ja, wer für Coco. Noch ein Nerv für Coco. Du. Bist du jetzt? Das nervt mich, die Hyänen. Hatten wir irgendeine Kiste, wo auch die Pfeile drin sind? Weil ich habe keinen Bock, immer drei Sorten Pfeile rumzuschleppen. Oh, hier ist ein paar. Musst du gucken. Ich hab's einfach irgendwo rausgeworfen, so.
ist denn die zweite Truhe? Wo packen wir Nummer 2 hin? Du kannst ja Sachen aus einer der kleinen Truhen rausnehmen und die durch die große ersetzen. Hä, ich habe doch 2 in Auftrag gegeben. Ich habe nur eine gebaut. So, ich habe wahrscheinlich zu früh die Ressourcen wieder zurückgetan. Ah, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, ich dachte mir so vorhin so, ah, was ist übrig geblieben? Da kann ich das ja gleich wieder wegpacken. Dann hört er auch gleich auf, das herzustellen. Dann packen wir noch einen Krimskram. Eine Truhe hier hin. So, dann habe ich noch irgendwie 46 Fleisch, was weg kann. Ich habe ein Rehkitz. Ein junges? Ja. Deswegen sammle ich auch gleich noch Pflanzenfasern, damit die auch was zu futtern haben. Ah, die werden alle drei gleichzeitig hergestellt. Ich dachte, es wird nur einer hergestellt, aber es werden alle drei gleichzeitig hergestellt. Und ich habe auch das Gefühl, dass nur das normale Wildfleisch weggeht. Okay. Also von den Hyänen her. Also dieses schmackhafte Steak da? Nee, nur das normale Wildfleisch. Also das schmackhafte Steak habe ich jetzt noch nicht gesehen. Müssen wir mal kurz gucken. Das sind 5 schmackhaftes. Ich kann mir gerade keinen Screenshot machen. Darum. 5 schmackhaftes Fleisch. Und das andere sind 48. Ich will nur wissen, was da benutzt wird. Wildfleisch. 9 Arme. 3 Eier. Und mein Kugelschreiber schreibt nicht mehr. So viel zur Notiz. So. Ah, schon wieder hell. So, mal überlegen, was bauen wir denn jetzt? Einmal filtern ein Stein, das sieht natürlich scheiße aus. Also ich habe auf jeden Fall ganz viel schmackhafte Fleisch jetzt. Also wirklich viel. Verdammt. Obwohl ich nur 2 Gazellen getötet habe. Das Hackmesser ist da sehr ergiebig. Besser. Das wäre schon cool, wenn man dann auf irgendeinem von den Viechern reiten könnte oder so. Ja. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob wir ein zweites Sklavenrad bauen. Ich weiß nicht, kannst du schon ein größeres Rad der Schmerzen bauen eigentlich? Ich weiß es nicht. Talente. War bestimmt irgendwie Überleben oder so, ne? Möglich. Nee, und ich höre irgendein Tier bei mir. Ja, das bin ich. Okay, dann töte mal. Es gibt noch das große Rad und das Rad der Schmerzen. Irgendwie kann ich das nicht. Da steht das Bändiger. Also ich hoffe einfach mal, dass die... Also ich brauche Stufe 30. Und dann kostet das 7 Erfahrungspunkte oder so. Okay. Dann könnte man auch einen besseren Knüppel bauen. Okay, wenn ich das habe, oder wenn ich das gelernt habe, 4 Stufen noch, dann baue ich das.
Und ich bin kurz davor, dass ich den Herd lernen kann. Können wir mal ganz kurz hier unten nochmal sprechen? Ja, oh Gott, das klingt ja total ernst. Können wir nochmal hier unten sprechen? Ja, ich will nur wissen, was wir noch hier machen. Also das ist ja der Eingang hier, ne? So. Wollen wir da hier das so planieren? Also so auf diese Höhe einfach nochmal so eine Ebene machen oder wollen wir es erstmal so lassen, wie es ist? Was sagst du? Ich höre dich nicht. Oh, Entschuldigung, ich bin da nicht dran gewohnt. Könnten wir natürlich machen, dass wir sozusagen die Mauer von hier sozusagen weiterziehen. Zack, 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 zack. Vielleicht so bis hier. Ja. Dann hätten wir hier sozusagen noch einen Innenhof. Ja. Können wir machen. Das, dann wie gesagt, die nächste Frage, weil hier so eine Ebene drin ist. Machen wir dann alles auf dieser Ebene hier? Weil wir müssen ja eh machen, ne? Weil ja, also hier müssten wir auf jeden Fall eine Ecke lassen, weil wir sonst hier nicht hinkommen. Ja, dann machen wir so eine Stufe quasi. Und die letzten zwei Steine oder so sind dann auf dieser Ebene oder so. Okay. Mhm. Das heißt, wir sammeln beide jetzt wieder ganz, ganz viel Steine und Holz, um möglichst viele Fundamente zu machen. Ja, Steine brauche ich sowieso, weil ich noch Ziegel brauche für mein Tempelchen. Ja, ich auch. Na? Gut, das machen wir aber, wie gesagt, nächste Folge. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Break. Wenn euch die Videos, wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar. Ein Abo wäre auch immer klasse. Ansonsten reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.